herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Interview mit dem Martin Zwiefel. Ich freue mich sehr, ist der Martin da. Er ist von Haus auf Chemiker, hat über 30 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet, ist seit über 20 Jahren als Heilpraktiker tätig und hat auch noch einen Master in klinischer Ernährungsmedizin. Er ist also ein grosser Fachmann, wenn es um das Thema Ernährung geht. Schön, bist du da. Hallo Martin. Guten Morgen. Hallo Martin. Guten Morgen. Nebenberuflich habe ich den Martin als sehr sportlich, abenteuerlustig und auch naturliebend kennengelernt. Er segelt gern um die halbe Welt und ist stolzer Grossvater von einer herzigen Enkelin. Gibt es sonst noch etwas, was du so am Publikum sagen willst, zu dem, wo du bist? Ja, das ist schwierig, sich selber so darzustellen, natürlich. Aber ich denke, ich bin jemand, der gerne so ein bisschen Prinzipien hat, wo moralische Vorstellungen in der Familie, aber auch in der Gesellschaft hochhalten. Und ja, das ist vielleicht so ein bisschen das, was ich noch nebenbei aussehe. Ja. Sehr schön. Hoffe. Ja, das ist doch schön. Schön bist du da bei uns. Danke auch für die Einladung. Du hast also beruflich dein Steckenpferd oder so ein bisschen deinen Fokus beim Immunsystem und bei der Verdauung. Und da tauchen wir auch jetzt dann gerade ein, wenn wir in diesem Gespräch reden über die Zusammenhänge von der Ernährung und der Stresserkrankungen. Und die Zusammenhänge, die sind nicht gerade ganz so trivial, die sind nicht einfach, aber doch auch sehr spannend zu erkennen. Und wenn man die dann mal erkannt hat, dann fällt es einem auch leichter, etwas für seine Gesundheit zu tun, sei das von der Seite Ernährung oder eben von der Seite Stressreduktion. Und wenn man dann sieht, wie das synergistisch zusammenspielt, umso mehr. Ja, Martin, gibt es da für die Zuschauer ein einfaches Beispiel, das so den Zusammenhang von Ernährung zu Stresserkrankungen etwas illustrativ erläutert? Ja, das ist ein Beispiel eigentlich nicht wirklich zu erklären. Wichtig in diesem Zusammenhang ist eigentlich zu wissen, dass der Darm respektive unser Verdauungstrakt sehr intensiv kommuniziert mit dem Hirn und auch das Hirn mit dem Verdauungstrakt. Das ist mindestens etwas, das neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen. Und aus dem heraus geben sich natürlich sehr viele Zusammenhänge, die hier eine Rolle spielen können. Also Stress, der vorhanden ist, sei das Arbeitsstress, sei das Beziehungsstress, sei das Stress, der Verlust von einem lieben Menschen, kann sich auf die Verdauung auswirken. Genauso wie natürlich, wenn wir uns schlecht ernähren, wenn wir schlechte Nahrungsmittel oder Nahrungsmittel, die wir nicht können, verdauen können, zu uns nehmen, das kann entsprechend ans Hirn aufgemeldet werden, dass da etwas nicht gut ist. Und dort auch wieder Stress auslösen. Also wir sehen hier, es ist eine Hin- und Her-Kommunikation, aber wo eigentlich in einem fast wie in einer Spirale drin kann enden, in einer Negativspirale von gegenseitigen Abhängigkeit. Also so einfach ist es nicht, das an einem Beispiel zu erklären. Ich sehe, es ist nicht ganz so einfach. Vielleicht könntest du uns trotzdem da ein Beispiel nennen von der Ernährung oder eben von einer falschen Ernährung, wie sich das aufs Hirn auswirkt. Und dann vielleicht auch noch gerade, wie eben dann der Impuls vom Hirnstress wiederum negativ sich auf Verdauung auswirkt. Ja. Also ich kann ein Beispiel nennen, zum Beispiel, wenn jemand eine Laktoseintoleranz hat, also wenn jemand Laktose nicht verdauen kann und das aber trotzdem zu sich nimmt, dann gibt es Blähung in der Regel, gibt irgendeinen Durchfall und schon im Durchfall sehen wir, dass da der Körper unter Stress steht, in eine Stressreaktion hineingesetzt wird. Das ist vielleicht ein einfaches Beispiel, da gibt es noch ganz viele andere auch. Wenn man den Stress vom Hirn her anschaut, also die Meldung an den Arm runter, kann man sicher feststellen, Stress produziert ja Adrenalin. Adrenalin ist der Stoff, der den Puls aufjagt, der den Blutdruck aufjagt, dass wir aktiv werden können. Stress heisst eigentlich von der Natur her Kampf oder Flucht. Und das Adrenalin führt dazu, dass wir erregter sein, dass wir Blutdruck aufjagen. Aber es führt auch dazu, dass der Darm gelähmt wird in diesem Moment. Adrenalin lähmt die Verdauung. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass jemand, der unter Dauerstress leidet, natürlich entsprechend eine schlechte Verdauung hat mit der Zeit, weil der Darm gelähmt ist.
Aber wenn jemand mit Stress isst, zum Beispiel, dann könnte er auch nicht richtig, dann wird es abgeschlungen. Da muss man einfach wissen, der Verdauungsprozess fängt im Mu an, mit der Zerkleinerung der Nahrung. Dort werden aber auch schon bereits Enzyme beigemischt. Und wenn die nicht dazukommen, dann haben wir von Anfang an eine schlechte oder eine reduzierte Verdauung. Und ein weiterer Punkt ist, dass das Hungersättigungsgefühl korrumpiert wird durch Stress, in dem, dass eigentlich das Hungergefühl gestärkt wird und das Sättigungsgefühl reduziert wird. Das heisst, allein durch den Stress laufen wir Gefahr, dass wir zu viel Nahrung aufnehmen. Und Faktoren weiteren, die eigentlich erst jetzt mit der neuesten Forschung zu Tage kommt, ist die Veränderung vom Mikrobiom, also von der Darmflora. Stress verändert unsere Zusammensetzung der Bakterien im Darm. Und was man heute weiss, leider auch solche, die sehr wichtig sind für uns. Du hast mir ja, glaub, sogar gesagt, dass im Darm sogar auch Serotonin produziert wird vom Mikrobiom. Dass das eigentlich so ein bisschen zu der neuesten Erkenntnis gehört, was ja unser Glückshormon ist. Also schon sehr entscheidend. Genau. Also es ist nicht nur Serotonin, das dort produziert wird, sondern auch zum Beispiel Schilddrüsenhormone werden zu einem relevanten Teil im Darm aktiviert, hergestellt in der Schilddrüse, aber in einer vorwiegend inaktiven Form. Und die Aktivierung passiert nachher im Darm auch zum Teil. Also nicht nur, aber zu einem guten Teil. Okay, also da sehen wir eigentlich sehr schön, was eben Stress alles verursacht. Von wegen zu viel Essen, schlecht aufnehmen, Mikrobiom produziert eigentlich nicht die Stoffe, wo man bräuchte. Das heisst, wir sind ja eigentlich unterversorgt, aber essen doch gleich zu viel. Genau. Und haben dann auch einen Verschleiß vom ganzen System. Und sehen dann auch wieder, wenn das Stress verursacht im Hirn, eben der Stress geht wieder runter auf die Verdauung. Genau. Und so weiter geht es wieder zurück zum Hirn mit der Stressbotschaft. Wie du gesagt hast, es ist ein Teufelskreis, der sich eigentlich immer verschlimmert. Darum ist jetzt auch meine nächste Frage natürlich, die auf der Hand liegt. Ja, wie kann man dann den Teufelskreis durchbrechen? Ja, das ist manchmal gar nicht einfach. Also, ich denke, in dem, dass man eigentlich Sachen bewusst macht, zum Beispiel Essen bewusst macht, dass man sagt, wenn man isst, ist das auch vielleicht eine Art und Weise Ruhephase im Tag. Also man sagt, jetzt isst sie, also da wird nicht, da wird geredet miteinander. Also ich bin nicht im Kloster, wo man nicht darf reden zum Essen. Das ist für mich auch ein Stress. Aber wenn man redet, dann tun wir nicht Probleme diskutieren. Man tut auch nicht Nachrichten hören dazu oder Fernsehen schauen dazu, die Nachrichten, wo schlechte Nachrichten kommen, wo wiederum Stress auslösen, sondern dass man wirklich Nahrungsaufnahme eigentlich als Phase von der Ruhe eigentlich auch annimmt. Also das wäre vielleicht etwas, wo wichtig ist. Und auch, dass man nicht immer am Handy hängt während der Messe. Ich esse immer im Restaurant zum Mittag und das ist verrückt. Die Leute schlingen das Essen ab und der erste Griff, kaum haben sie die Gabel abgelegt, ist auf das Handy und dann wird schon wieder geschaut. Also, oder noch zum Essen her. Das ist eigentlich die Sache, die ich nicht würde empfehlen. Okay, also, dass man mal ruhig ist. Ja. Und in der Ganz Achtsamkeit genau. Das Essen kann aufnehmen, vielleicht auch sich im Vorgang bewusster wird, oder? Ganz genau. Und so ein bisschen rein, also auch mit reinen Gedanken oder einfach bei den Sachen. Ja, einfach schön. Ist. Also das zu essen soll einfach etwas Schönes sein, soll ein Genuss sein. Finde ich auch ganz wichtig, dass es ein Genuss ist. Ja, genau. So mit allen Sinnen geniessen. Und da sind wir auch gerade dran mit den Sinnen geniessen. Kommen wir mal zum, was man isst. Was soll man dann essen? Damit man das System optimal unterstützt. Also das, wenn man heute in den Medien hinschaut, dann ist ja eigentlich, es hört ja nicht mehr auf mit Empfehlungen. Ich selber denke, dass naturbelassene Kost möglichst, wo basiert auf, sagen wir, 5 Portionen Gemüse und Früchte im Tag, dass das mal eine sehr gute Basis ist. Mhm. Achten muss man natürlich auch auf genügend Eiweißaufnahme. Die sind auch wichtig für uns. Nur daraus bildet sich dann die ganze Biochemie. Mit den Kohlenhydraten würde ich dafür Was plädieren. Was ist denn bei den Eiweiß? Das kann, also ich will da nicht irgendwie jetzt, alle möglichen Quellen. Das ist Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte natürlich auch für die sich eher
vegetarisch oder vegan ernähren, das geht genauso gut. Aber ich werde jetzt da nicht irgendwie festlegen für einen Veganer oder was auch immer. Mir denkt wichtig, ich denke, dass wir heute tendenziell viel zu viel Kohlenhydrate zu uns nehmen. Und da würde ich schon dafür plädieren, dass man einfach darauf achtet, den Zucker zu reduzieren. Das ist wichtig. Aber auch raffinierte Mehlspeisen, also Speisen aus raffiniertem Mehl, dass man die möglichst weglässt. Weil die werden halt sehr rasch in Zucker umgewandelt im Verdauungstrakt und belasten nachher unser eigentlich Zucker, also respektive Insulinsystem im Darm. Allein die Tatsache, dass wir heute so Tag etwa 330 Millionen Diabetiker haben weltweit, zeugt eigentlich davon, dass wir dort etwas nicht gut machen. Und den Zucker, den braucht man ja, glaube ich, gar nicht unbedingt, so von externen Quellen. Das würde ich so unterschreiben. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, man darf gar nichts nehmen. Ich würde einfach sagen, ein vernünftiges Mass. Wir haben heute von der Weltgesundheitsorganisation eine Empfehlung für 50 Gramm Zucker im Tag. In Diskussion steht, es zu reduzieren auf 25 Gramm, was von mir aus gesehen äußerst sinnvoll wäre. Das sind etwa 6 Würfel Zucker. Fakt ist, dass wir in der Schweiz etwa 100 Gramm im Tag essen. Okay. Also im Durchschnitt. Und das zeigt doch eigentlich, dass wir viel zu viel, dass wir viel zu freizügig sind dort eigentlich mit uns selber. Ja, genau. Ja, kommen wir mal vom Zucker noch so ein bisschen zu einer anderen Dimension, also der Qualität von der Ernährung, also von den Nahrungsmitteln. Selbstverständlich. Ist es da wichtig, dass man auf Bio schaut? Oder ja. Erübrigt sich die Frage sowieso gerade? Ja. Also selbstverständlich ist es so, ich würde selber biologische Kost bevorzugen. Mhm. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass Gemüse oder also pflanzliche Kost, die ohne Pflanzenschutzmittel hergestellt oder produziert wird, ist gezwungen, selber ins Immunsystem zu investieren. Das heisst, es muss das eigene Immunsystem besser ausbilden, damit es geschützt bleibt. Mhm. Und wir profitieren von dem. Wir profitieren von gewissen Stoffen, die in den Immunsystemen der Pflanzen vorhanden sind, auch für uns. Und die fehlen uns, wenn wir nicht biologische Kost nehmen. Und das ist einfach so ein Beispiel von so sekundären Pflanzenstoffen, wie man denen sagt, also die für mich halt Pflanzen wichtig sind. Haben mehr sekundäre Pflanzenstoffe. Ja, das ist ganz sicher so. Okay. Ja. Sie sind vielleicht ähnlich in der Zusammensetzung von Zucker, Eiweiß, und Fett, aber sehr unterschiedlich in der Zusammensetzung der sekundären Pflanzenstoffe. Ja. Und die sekundären Pflanzenstoffe, die machen die Pflanzen stark. Und du hast gesagt, die denken auch uns stärken. Ja. Sind die wichtig eben wiederum für unser Immunsystem, für die Immunabwehr, auch von uns? Ganz sicher kann man das so erklären, ja. Okay. Ja. Und dann ist ja heutzutage eigentlich sehr häufig auch in der Presse, oder man hört es auch von vielen, dass sie Weizen nicht mehr so gut vertragen. Was hat es denn mit dem Weizen auf sich? Das ist tatsächlich ein Problem. Und zwar hat es mit dem, es ist nicht eigentlich grundsätzlich der Weizen, sondern die Weizensorten, die wir heute verwenden, der sogenannte Hochleistungsweizen, scheint einfach problematisch zu sein. Einerseits dadurch, dass dort achtmal mehr Gluten drin vorhanden ist, wie eigentlich in den Nurformen des Weizen. Und jetzt muss man wissen, dass Gluten ist ein Klebereiweiß, das drin ist, das wir nicht verdauen können, also das niemand verdauen kann, wo aber die Leute unterschiedlich darauf reagieren. Es gibt Leute, die krank werden dabei, das sind die, die Zöliakie respektive Sprühe haben. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die nicht diese Ausdrucksformen haben, aber trotzdem einfach Probleme haben mit dem. Mhm. Und das andere ist, dass man die Weizensorten gezüchtet hat, dass sie sich selber besser schützen können. Das ist eigentlich eine gute Idee. Man hat dort ein Enzym drin, das verhindert, dass beim Pflanzenschädling der Weizen verdaut werden kann. Das heisst, der Schädling, der den Weizen frisst, kann den gar nicht verdauen und stirbt. Das ist eine gute Idee, das ist eine super Idee. Aber das Problem ist, dass wir das auch nicht mehr verdauen können. Wir bauen das gleich ab wie die Insekten. Ja. Und wir können das auch nicht mehr verdauen. Und dort gibt es, also das zeigen zumindest neuere Arbeiten, einfach zusehends mehr Probleme, dass wir den Weizen, den wir zu uns nehmen, eigentlich gar nicht mehr richtig verdauen können. Mhm. Und das führt dazu, dass nachher auch letztendlich eine Veränderung herbeigeführt wird in der Darmflora.
Weil Bakterien haben nachher einfach ein Nahrungsüberangebot dort, respektive gewisse Bakteriensorten. Und es kann sein, dass wir nachher dort einfach eine Veränderung auch wieder von der Darmflora haben. Okay, also auch recht ein komplexer Zusammenhang und nicht so ohne den mit dem Weizen quasi. Und was spielt die Zubereitung für eine Rolle? Das ist ja auch so, mal ist ein bisschen Rohkost, ein bisschen mehr Rohkost im Trend, mal soll man gemäss TCM lieber alles kochen, damit es einfacher verdaut werden kann. Ja. Hast du eine Empfehlung oder gibt es so etwas, wo man kann allgemein sagen kann, ist mir schon klar, das ist ja auch sehr individuell, vom Typ abhängig. Aber genau. Also ich denke, Rohkost wäre sicher gut. Also da spricht ganz sicher nichts dagegen. Aber es bedingt, dass man das auch verträgt. Also es gibt sehr viele Leute, die das nicht vertragen. In meiner Praxis sind immer wieder Leute, die massivste Verdauungsprobleme haben. Mit Hautproblemen, mit allem, was daraus entsteht eigentlich. Nur weil sie einfach überzeugte Rohköstler sind, aber eigentlich eine komplett korrumpierte Verdauung haben selber. Und das geht natürlich auch nicht. Das gar nicht verwerten. Aber es gibt ja so Wege dazwischen. Also ich habe zum Beispiel Dampfgare ist jetzt eine Zubereitungsform, die eigentlich schonend ist. Warum? Weil dort bleiben die Nährstoffe eigentlich bei der Nahrung. Wenn man es im Wasser kocht, ist halt einfach Gefahr, dass man Mineralstoffe ausschwemmt oder auch Vitamine ausschwemmt, die wasserlöslich sind und nachher verlustig gehen, wenn man das Wasser abschüttet. Genau, es sei denn, man würde das gerade für die Soße brauchen oder einfach so gerade als Süppchen mittrinken. Ja, ja also ich meine, grundsätzlich kann man ja sagen, eigentlich wüsste jeder, wie es geht. Es ist ja gar nicht so schwierig, sich richtig zu ernähren, aber warum klappt das so selten im Umsetzen oder warum gibt es wirklich so viele Leute, die das noch optimieren könnten? Was ist da die grösste Herausforderung? Es ist eine gute Frage. Aus meiner Erfahrung mit meinen Patienten kann ich sagen, dass meistens eine Gewohnheit halt einfach im Weg steht. Ernährung ist eine Gewohnheitssache. Wir nehmen die Gewohnheiten mit. Ich habe Männer bei mir, die sagen, ja, meine Mami hat halt immer das so gemacht. Also, die mit 60 noch von mir und Mami reden, schon das, also das ist eigentlich nicht, weil sie blöd sind oder irgendwie so, sondern das ist einfach, das erinnert an die eine Jugend zurück. Prägung, ja. Also das ist etwas, was wir offenbar sehr, sehr stark mitnehmen. Also Gewohnheit ist sicher etwas, was uns am meisten im Weg liegt. Und nachher kommt vielleicht auch das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht oder isst er nicht, excuse. Das ist, vielleicht geht das so ein bisschen in diese Richtung rein. Und das ist das, was von mir aus gesehen den Leuten meistens im Weg steht. Wenn es mir gelingt, so ein bisschen eine Neugier zu wecken bei den Leuten auf neue Nahrungsmittel, auf andere Nahrungsmittel, dann kommen die auch zuerst mal in die Situation rein, dass sie mal etwas Neues ausprobieren. Ja. Und du hast mir auch verraten, dass es häufig auch recht gut klappt, wenn man doch ein kleines Intervall setzt und mal einfach schaut, ja, funktioniert es in dieser Zeit, sich auch nicht allzu hohe Ziele steckt, dass man dann schon mal ein erstes Erfolgserlebnis hat, das man vielleicht auch schon körperlich spürt. Genau, das ist so ein kleiner Trick, den ich anwende, wenn ich merke, dass da sehr grosse Widerstände sind, dass ich sage, hört, wir tun das jetzt einfach mal für 3-4 Wochen. Und dann könnt ihr es wieder essen, wie ihr wollt. Also, aber 3-4 Wochen solltet ihr mal durchbeissen. Und das ist ein Zeitfenster, wo jemand noch kann, wo jemand kann brummen und sagen, okay, also wenn es uns verrecken muss sein, dann machen wir es halt. Oder? Und sehr oft ist es so, dass nach diesen 3-4 Wochen der Nutzen bereits sichtbar ist. Also wenn jemand sieht, dass man keine Blähungen mehr hat, dass man eigentlich ruhig ins Bett kann, dass man nicht immer nach dem Essen auf die Toilette muss rennen, dann haben sie einen Benefit davon und dann sind sie vielleicht viel eher bereit, um die nächsten Schritte anzugehen, um wirklich langfristig etwas ändern. Richtig, ja. Gibt es eigentlich gewisse Nahrungsmittel gegen den Stress? Nahrungsmittel in dem Sinn, es gibt sicher Pflanzen, die stressreduzierend wirken. Da ist jetzt gerade so eine neue afrikanische Pflanze, Ashwagandha, oder eine asiatische Pflanze, im Gespräch, das ich später auch noch selber sehr eigentlich gute Erfahrungen gemacht habe. Aber was man kann sagen ist, dass gewisse Mineralstoffe und Vitamine halt wichtig sind. Also da gehören sicher alle B-Vitamine dazu, Vitamin D, auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang.
Aber auch Mineralstoffe wie Magnesium, Zink, Selen sind ganz sicher solche, die Stress abbauend wirken. Magnesium ist so ein bei der Naturheilkundler so das, der Stoff, der so reduziert, auch bei Bluthochdruck, der beruhigt. So ein Antidepressiva eigentlich. So ein bisschen in die Mitte bringt, okay. Genau. Also du hast jetzt da von den spezifischen Stoffen drin geredet, aber gibt es da auch so gewisse Nahrungsmittel, wo du sagst, ja, zum Beispiel Nüsse oder von dem ein bisschen mehr oder von dem ein bisschen mehr und dann hast du schon mal eine kleine Stressprophylaxe von der Ernährung her gesehen? Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil eigentlich grundsätzlich die Sachen, die ich jetzt aufzählen kann, die kommen eigentlich in der pflanzlichen Kost vor. Okay. Also da würde ich jetzt nicht etwas Besonderes aussagen. Natürlich gibt es Nüsse, die einen sehr hohen Selenanteil haben zum Beispiel. Und Selen ist jetzt ein Nährstoff, der bei uns so ein bisschen weniger vorkommt. So Paranüsse zum Beispiel wären dort bevorzugt, aber auch andere Nüsse. Also das ist so. Ganz sicher, aber ich würde da jetzt nicht, ich würde wirklich eher das ein bisschen im Gröberen sehen oder im Allgemeinen sehen, dass pflanzliche Kost eigentlich alles liefert, was wir brauchen zum Leben. Wir sind von unserem genetischen Code her so gebaut, dass wir eigentlich mit dem Schlag kommen. Vor 100'000 Jahren haben die Leute nichts anderes gehabt wie pflanzliche Kost und tierische Kost natürlich, was die Natur gegeben hat. Da hat es noch kein Nestle gegeben. Denn und wir sind von unserem genetischen Code sicher weiter heute, aber wir sind immer noch auf dem Stamm vor 5'000 Jahren und dort war auch genau die gleiche Situation gewesen, dass man eigentlich nur Pflanzen gehabt hat und tierische Kost. Ja. Das heisst, mit einer guten, ausgewogenen Ernährung, die viele Pflanzen beinhaltet, ist man eigentlich schon gut gewappnet, jetzt mal von der Ernährungsseite, was auch den Stress anbelangt, um den Teufelskreis von Ernährung und Stress oder schlechte Verdauung und Stress ein bisschen zu brechen. Gerade jetzt, in der jetzigen Zeit, ist es ja auch umso wichtiger, dass wir ein starkes Immunsystem haben, dass wir geschützt sind gegen all das, was auf uns zukommen kann. Und da ist halt eben einfach auch der Stress enorm wichtig. Es ist wichtig, dass man den reduzieren kann. Den Einfluss auf die Ernährung haben wir ja jetzt alles schon gesehen. Jetzt würde ich gerne noch von dir abschließend wissen, was denn du persönlich machst, gegen den Stress? Also ich möchte mal anführen, dass Stress eigentlich per se zum Leben gehört. Also Stress ist nichts Außergewöhnliches. Ich denke, man muss dort unterscheiden zwischen kurzfristigem Stress, Alltagssituationen und langfristigem Stress. Und der langfristige Stress ist der Stress, der uns eigentlich zusetzt, nicht der kurzfristige Stress. Kurzfristigen Stress brauchen wir. Ein stressfreies Leben ist tödlich, sage ich mal. Kurzfristiger Stress hilft uns, auch das ganze Stressverhalten immer zu entwickeln, immer anzupassen wieder. Das hilft uns im Leben. Es ist auch ein Lebensprinzip Stress. Also eine Zelle ist in der Lage, auf Stress zu reagieren. Aber wir können das System korrumpieren. Also ich versuche bei mir selber, den Dauerstress eigentlich zu erkennen und zu reduzieren. Und das ist manchmal schmerzhaft und gar nicht so einfach. Schon beim Erkennen würde es wahrscheinlich bei mir anfangen. Das ist so. Also man muss dort wirklich mal in sich hineingehen. Man kann das auch von einer anderen Seite angehen und zum Beispiel einfach eine bewusste Ruhephase im Tag etablieren. Ich selber habe mir einen Hund zugetan. Ich bin 2 bis 3 Stunden aus mit dem im Tag. Vor dem Arbeiten, nach dem Arbeiten. Das ist zeitaufwendig, das kostet Zeit, aber es ist mir die Zeit wert. Weil es hilft mir, Stress abzubauen, ganz eindeutig. Eine stündige Wanderung an der Aaren entlang, das ist etwas total Erholsames, für einen Geist auch. Also in dem, dass man solche Sachen dann eben sagt, zum Beispiel wenn man isst, nehmen wir uns 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit, einfach, wo wir Ruhe haben, wo wir Ruhe drin haben, wo wir schöne Sachen reden zusammen, solche Sachen. Also man muss das so ein bisschen, oder man kann das, oder man sollte das so ein bisschen in den Tagesablauf einbauen. Nur dann hat es ja auch eine Wirkung langfristig. Wenn man es nicht einbauen kann, dann ist es nicht verankert und dann ist man schnell wieder in dem Stress drin. Genau. Ja, ich glaube, du hast uns ein wunderbares Bild gegeben vom Zusammenhang eben von der Ernährung, von der Verdauung mit dem Stresssystem, mit dem Hirn. Danke für das schöne, umfangreiche Bild. Gibt es noch etwas von deiner Seite, das du möchtest ergänzen als Schlusspunkt?
ja, einfach appellieren darauf. Du hast es mal angetönt, eigentlich wissen wir ja alle, wie es geht. Und ich wünsche eigentlich uns allen, dass wir die Lust entwickeln, solche Sachen auszuprobieren. Einfach mal neugierig sein, einfach mal sagen, okay, also ich habe eine schlechte Verdauung, es kann nicht sein, dass das so muss sein. Ich kann einfach mal getrauen, etwas zu machen, mal einen Versuch zu starten, ob mir das gelingt. Also mir denke, ganz wichtig ist, oder was mir geholfen hat im Leben, Lust zu entwickeln, auf selber zu kochen zum Beispiel, sich selber zu verwöhnen. Auch ganz wichtig gegen Stress. Vielleicht auch, dass man das Essen nicht einfach irgendwie in einer Pfanne kocht und nachher auf den Teller leert und nachher gib ihm, sondern dass man das vielleicht auch schön dekoriert, einfach mit kleinen Sachen oder einfach schön auf dem Teller auch präsentiert. Einfach, dass man sich selber zeigt, ich kann mich auch selber ein bisschen verwöhnen. Das wünsche ich uns allen. Das hilft, glaube ich, ganz viel in meinem Leben. Wunderbar. Das ist gerade ganz ein schöner Schlusspunkt, sich selber zu verwöhnen, sich selber auch etwas wert zu sein. Merci, bist du da gewesen. Herzlichen Dank. Danke auch vielmals. Merci. Danke. Gut. Ja, ich weiss. Aber es ist...